بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ich bezeuge, es gibt niemanden, der mit Recht angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبي الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Meine geehrten Geschwister im Islam, Alhamdulillah Rabbil Alamin, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Meine Geschwister, أهلا وسهلا ومرحبا بكم. Inshallah ta'ala werden wir in diesem Vortrag bi'idhnillah azza wa jal über eine sehr, sehr schöne Sache sprechen. Und zwar werden wir sprechen über die Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala. Über die Vergebung von Allah azza wa jal. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala jeden akzeptiert. Und jeder, der zurückkehrt zu Allah, Allah nimmt seine Reue an. Und Allah liebt es zu vergeben. Allah liebt es zu vergeben. Und Allah nimmt deine Reue an, egal was du gemacht hast. Und wir werden dazu inshallah ein paar Beispiele bringen aus dem Koran und aus der Sunna des Propheten alaihi salatu wassalam. Und manche Leute denken vielleicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen liebt, nur die gottesfürchtig sind. Aber liebe Geschwister, es gibt Menschen, die Allah liebt, weil sie Sünder waren. Weil sie Sünder waren, haben sie Tauba gemacht. Sind zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückgekehrt. Und Allah liebt diejenigen, die zu Allah zurückkehren. Und deswegen sagt Allah im Koran, Inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah liebt die, die immer wieder Tauba machen. At-tawwabin ist nicht jemand, der einmal Tauba macht, sondern jemand, der immer wieder Taube macht. Immer wieder Taube macht. Immer wieder zu Allah zurückkehrt. Und dazu gibt es eine sehr, sehr schöne Geschichte auch aus dem Koran. Aber dazu komme ich gleich, inshallah. Im Allgemeinen, was wir wissen, liebe Geschwister, so wissen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala es liebt, zu vergeben. Allah also liebt es. Er liebt diejenigen, die Taube machen. Und er liebt ganz besonders die, die immer wieder Tauba machen. Nicht, dass du einmal Tauba machst. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Und das bekräftigt, diese Aussage ist nochmal eine Aussage, Bekräftigung. Inna, ja, harf ta'kid, ja, Allah Azza wa Jal sagt damit, wahrlich, ja, hört gut zu, sagt Allah Azza wa Jal, wahrlich, ich liebe diejenigen, die immer wieder Tauba machen. Ja, die immer wieder Taube machen. Allah liebt diese Menschen. Und damit du dir, damit wir das subhanallah richtig wissen oder verstehen, eine Sache, die wir alle kennen von Allah subhanahu wa ta'ala, den Hadith von Aisha radiallahu anha, weil wir den im Ramadan immer wieder hören. Laylatul Qadr, welche Dua machst du bei Laylatul Qadr? Aisha radiallahu anha sagte, O Gesandter Allahs, wenn ich diese gesegnete Nacht erreichen sollte, die Nacht der Nächte, die beste Nacht vom ganzen Jahr. Die Nacht, die besser ist als 1000 Monate. Besser als über 83 Jahre. Wenn ich diese Nacht erreiche, O Allah, was soll ich sagen? Der Prophet a.s. sagte, sag, O Allah, du bist derjenige,
der es liebt zu vergeben, so vergebe mir. Innaka afuwun tuhibbul afwa. Du bist der Allvergebende, du liebst es zu vergeben, so vergebe mir. Allah liebt es zu vergeben. Schaut mal, wie schwer uns es fällt, anderen Menschen zu vergeben. Und manchmal haben sie uns einmal hat jemand über dich gelästert und es fällt dir schwer, ihm zu vergeben. Einmal hat er dir Unrecht getan. Einmal hat er dich angelogen, betrogen. Einmal und es fällt dir schwer, ihm zu vergeben. Schaut, wie Allah subhanahu wa ta'ala ist. Allah braucht deine Reue nicht. Allah braucht dich nicht. Aber trotzdem, er liebt es, wenn du zu ihm zurückkehrst. Er liebt es, dir zu vergeben. Er liebt es, wenn du zu ihm zurückkehrst mit Tauba, dass du bereust, was du getan hast. Und gleichzeitig, er liebt es, dir zu verzeihen. Und wenn wir uns das nochmal vorstellen vor den Augen, ja, nee, richtig da, also so wie krass das ist bei Allah subhanahu wa ta'ala, damit man das erkennt, welche Sura ist das nochmal? In Juz Amma. Inna alladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu. Suratul Buruj. Barakallahu fiki. Suratul Buruj. Allah subhanahu wa ta'ala erzählt uns in dieser Sura eine Geschichte. Inna alladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adabu jahannam walahum adabul hariq. Diejenigen, die Gläubigen, und ja, ihr wisst diese Geschichte, wo Allah subhanahu wa ta'ala spricht über diese Leute, subhanallah, barakallahu fikum, ja, über diese Leute, denen ein Feuer, ja, nee, es gab vor uns Führer so krasse Diktatoren und so krasse Massenmörder wie Pharaon und seinesgleichen, ja, nee, so richtig, richtig brutale Menschen, die einfach Satane in menschlichen Körper, ja, oder satanische Menschen, die haben einfach ein Khandaq gebaut, ein Tal voll gemacht mit Feuer und einfach Menschen da reingeworfen. Ja. Subhanallah. Und es gab Leute, die solche Sachen gemacht haben, ja. Und diese Leute, die Gläubigen verbrennen, Frauen und Kinder bei lebendigem Leibe verbrennen und getötet haben, wie Ashab al-Ukhdud und so weiter, subhanallah, liebe Geschwister, könnt ihr euch das vorstellen? Der Prophet alayhi salatu wassalam sagte, das ist ein Hadith Qudusi, dass Allah gesagt hat, man aada li waliyan, faqad adantuhu bil harb, derjenige, der einen meiner Awliya belästigt oder man anfeinden, belästigen meine Awliya, dem habe ich Krieg erklärt. Allah hat dieser Person Krieg erklärt. Ja, Allah liebt die Gläubigen. Allah liebt die Gläubigen, subhanallah. Und schaut mal, es gab Leute, Führer damals, die haben einfach ein Loch gegraben, ein Riesenloch gegraben oder ja, und dann haben die ein Riesenfeuer gezündet und haben dann, ja, einen Moment, und haben dann die Gläubigen darin verbrannt, bei lebendigem Leibe. Menschen, ältere Menschen, Kinder, Frauen, alles. Ja, und schaut mal, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala spricht jetzt hier über diese Leute, die Gläubige, yani, töten und verbrennen und bestrafen, ja, die Diener Allahs, die Allah liebt. Innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat. Diejenigen, die Gläubigen, Frauen und gläubigen Männer bekämpfen und töten, verbrennen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, thumma lam yatubu, falahum adabu jahannam walahum adabu al-hariq. Hierauf, nachdem sie solche Taten gemacht haben, wenn sie keine Reue,
wenn sie keine Reue machen, wenn sie nicht bereuen und Allah um Vergebung bitten, dann werden sie von Allah Azza wa Jal schmerzliche Strafe und Jahannam erfahren. Subhanallah. Kann man sich das vorstellen? Ja, allein diesen Vers, und diesen Vers, viele von uns kennen den auswendig und viele lesen den oft. Ja? Aber Subhanallah, kann man sich das mal vorstellen, wie sehr Allah Subhanahu wa Ta'ala ja, nicht vergibt und liebt zu vergeben. Das kann man sich in solch einem Herzen, in solch einem Vers erstmal richtig ja, nie vorstellen, wie krass, wie viel das ist. Ja? Weil wir kennen den Hadith vom Prophet a.s. von diesem Mann, der Hadith ist authentisch, der Mann, der 100 Seelen getötet hat. Der hat 99 Seelen getötet. 99 Menschen zu Unrecht, ein Massenmörder. 99 Menschen getötet. Dann hat seine Nefs, sein Herz ihm gesagt, hey, das ist nicht in Ordnung. Vielleicht solltest du mal nach Vergebung suchen. Das ist nicht in Ordnung, was du da machst. Und dann ging er zu einem Wissenden oder zu einem Abid. Subhanallah. Und er sagte ihm, ey, kann es sein, dass Allah mir vergibt? Würde Allah mir vergeben? Ich habe 99 Menschen ermordet. Dieser Mann, der war einer, der viel Anbetung gemacht hat, vielleicht kein Gelehrter, kein großer Gelehrter, aber der hat viele Anbetungen gemacht. Er sagte, 99 Menschen getötet, ein Massenmörder. Er sagte, nein. Dann hat er gesagt, ja okay, wenn er sowieso so ist, ich habe sowieso keine Vergebung, ja, ich habe sowieso keine Chance auf das Paradies, dann hat er den auch noch getötet. Der hat die Zahl 100 voll gemacht. Und daraufhin ist sein Herz, hat ihn nicht in Ruhe gelassen. Er wollte doch wieder zu Allah zurück. Ja? Und dann ist er zu einem Gelehrten gegangen und hat zu diesem Gelehrten gesagt, würde Allah mir vergeben, ich habe 100 Seelen getötet, ermordet. Ja? Und er sagt, dieser Mann sagt, natürlich. Natürlich würde dir Allah vergeben. Ja? Natürlich würde dir Allah vergeben. Allah ist Arhamur Rahimin. Wa huwa al-Ghafurul Wadud. Huwa al-Ghafurul Ghaffar. Der ist der Allvergebende. Er liebt es zu vergeben. Er sagt ihm ja. Einen Moment bitte ganz kurz. Ich mache mal hier kurz einen Bruder zum Moderator. Und es geht schnell. Okay, Marlofik, ja? Und dann sagte er zu ihm, natürlich würde dir Allah die vergeben. Allah ist der Allvergebende. Ja, aber er hat ihm gesagt, mit einer Bedingung. Eine Bedingung. Der Ort, wo du lebst, ja? Das ist auch eine Sache, die uns dann wiederum erklärt, wie sind deine Freunde? Wenn du mir zeigst, wer deine Freunde sind, kann ich dir sagen, wie dein Zustand ist. Wenn die alle K.O. sind, wenn die alle kiffen, wenn die alle K.O. sind, dann ist es schwer, dass du dann ein Gottesfürchtiger, ein Rechtschaffener, ein guter Mann, Mensch bist, ein guter Muslim bist. Wenn alles um dich herum schlecht ist, ist schwer. Auf jeden Fall, er sagte zu ihm, ja, aber mit der Bedingung, dieser Ort, an dem du lebst, der ist schlecht. Da sind viele, viele schlechte Sachen um dich und schlechte Menschen um dich. Gehe weg zu einem anderen Ort und lebe dort unter diesen guten Menschen. Er hat sich auf diesen Weg gemacht und ihr kennt die Geschichte. Jeder kennt die Geschichte. Auf dem Weg dorthin ist er gestorben. Es kamen zwei Engel, Menschengestalt, und der Menge Engel der Strafe und der Engel der Barmherzigkeit. Jeder wollte seine Seele nehmen. Und dann kam ein anderer Engel, er sagte, hey, misst doch, der eine Engel sagt, hey, der hat nie was Gutes gemacht, der hat 100 Menschen ermordet. Der andere, der Engel der Barmherzigkeit, sagt, hey, der hat Tauba gemacht. Er hat bereut, er kehrt gerade zu Allah zurück. Haben sie dich quasi, ja, Allah subhanahu wa ta'ala hat einen anderen Engel geschickt, der zwischen ihnen, der zwischen ihnen beiden richten soll. Ja, dann hat er was gesagt? Er hat gesagt, guckt, ganz einfach. Er hat was gesagt? Misst doch den Abstand zwischen der Stadt, wo er schlechte Sachen gemacht hat und Leute ermordet hat, und zwischen dem Ort, wo er gestorben ist, und zu dem guten Ort, wo der Allah anbeten wollte.
und Tauba machen wollte, oder? Ja, Tauba hat er gemacht. Okay? So, dann hat er das gemacht. Dann haben die das gemacht. Und er war wo? Er war näher zu dem Ort. Manche Leute, manche Gelehrte sagen, oder es wird gesagt, eine Handbreite. Ja? Eine Handbreite zu dem Ort, wo der Tauba machen, wo der zu dem guten Ort quasi, wo der hingehen wollte. Und es gibt eine andere Überlieferung, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Erde verrutscht hat. Ja, um eine Handbreite, verrutscht hat zu dem, dass er näher ist zu diesem Ort. Warum? Weil Allah liebt es, dass jemand zu ihm zurückkehrt. Subhanallah. Und so sieht man, liebe Geschwister, diese, und dieser Mann hat 100 Menschen umgebracht. Und Allah subhanahu wa ta'ala, ja, er hat 100 Menschen umgebracht. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn verziehen. Und Allah hat seine Taube angenommen. Was denkst du erst, was mit dir ist? Ja? Deine Sünde, seine Sünden, die du gemacht hast, vielleicht in deinem ganzen Leben, die haben niemals diesen Level erreicht, von 100 Menschen Seelen ermordet zu haben. Du hast getrunken, du hast dies, du hast das. Egal, was du gemacht hast. Egal, was du gemacht hast. Bei Allah subhanahu wa ta'ala, nichts ist für Allah zu groß. Nichts ist für Allah unmöglich. Allah liebt es, wenn du zu ihm zurückkehrst, auch wenn er dich nicht braucht. Auch wenn er dich und deine Tauba und deine Ibadah und von allen Menschen nicht braucht. So wie es der Prophet a.s. gesagt hat. Der Prophet a.s. sagte, wenn alle Menschen, vom ersten Menschen bis zum letzten Menschen, vom ersten Djinn bis zum letzten Djinn, alle Menschen und alle Djinn, das gottesfürchtigste Herz hätten, das sauberste Herz hätten, das schönste Herz hätten, es würde Allah subhanahu wa ta'ala nichts in sein Königreich hinzufügen. In seinem Reichtum, in seiner Schönheit, in seiner Vollkommenheit. Allah subhanahu wa ta'ala benötigt uns nicht. Und dann sagte der Prophet alayhi salatu wassalam, وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كانوا على افجر قلب رجل منكم. Und wenn der erste von euch, der erste Mensch, bis zum letzten Menschen, der erste Djinn bis zum letzten Djinn, hunderte Milliarden oder Billionen von Menschen und Djinn oder Trillionen, Allahu a'lam, wenn allesamt das schwärzeste, das schlimmste Herz hätten, das Herz von Satan, von Iblis, das würde Allah nichts schaden. 0,0 schaden. Ja? Subhanallah. Allah braucht uns nicht, liebe Geschwister. Und dennoch, er liebt es, wenn du zu ihm zurückkehrst. Er liebt es, wenn du sagst, oh Allah, vergebe mir. Oh Allah, vergebe mir, ich habe gesündigt. Oh Allah, vergebe mir, ich war schwach. Oh Allah, vergebe mir. Ich war in einer Ghafla. Egal, was du gemacht hast. Und manche Leute, die haben manchmal dieses Gefühl. Und vielleicht hatte das jeder von uns schon mal das Gefühl, dass er so krass gesündigt hat, dass er so eine schlimme Sünde gemacht hat oder eine große Sünde gemacht hat oder viele Sünden gemacht hat oder jahrelang Sünden gemacht hat, dass er denkt, ey, ich bin viel zu schlecht, ich bin viel zu dreckig. Wie soll ich in eine Moschee gehen? Wie soll ich Allah subhanahu wa ta'ala begegnen? Und dass er dann vielleicht schon hoffnungslos ist. Wobei Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sag, o meine Diener, die sich selbst Unrecht getan haben, die sich selbst Unrecht getan haben mit Sünden und übertrieben haben, die Grenzen überschritten haben, zu viel, zu lange gesündigt haben. La taqnatu min rahmatillah. Allah subhanahu wa ta'ala, der spricht gerade nicht mit den Leuten in der Moschee, die jeden Tag fünfmal in der Moschee sprechen, beten und oft fasten und jeden Tag Koran lesen und sich fernhalten von den großen Sünden und Kopftuch tragen und dieses und jenes. Und keine Drogen nehmen und ihre Eltern gut behandeln und versuchen, ihren Charakter zu verbessern und freiwillig fasten und freiwillig beten und freiwillig spenden. Nein, Allah spricht gerade nicht mit denen. Allah spricht jetzt hier gerade zu den Leuten, die richtig kaputt sind.
die richtig kaputt sind, richtig weit weg von Allah subhanahu wa ta'ala sind. Genau zu denen spricht Allah gerade. O ihr, die ihr euch selbst Unrecht getan habt und übertrieben habt darin in den Sünden. La taqnatu min rahmatillah. Seid nicht. La taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Seid nicht hoffnungslos, wenn es um die Barmherzigkeit Allahs geht. Warum? Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Wahrlich, Allah vergibt alle Sünden, alle. Und es ist für Allah ein leichtes. Es ist nicht so, dass für Allah subhanahu wa ta'ala, es ist schwer, so wie es bei uns Menschen sind, ist. Allah ist nicht so wie wir. Allah liebt es zu vergeben. Und wir sehen viele Hadithe und viele Beweise, die das bekräftigen oder die es uns deutlich machen. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es eine sehr, sehr wichtige Sache, dass der Diener versucht, sich das anzugewöhnen und das niemals zu vergessen, dass er zu Allah subhanahu wa ta'ala immer zurückkehren kann. Und ich bekomme, und ich bin mir sicher, dass die anderen Prediger das alle auch bekommen, immer wieder diese Frage stellen, ja, würde Allah überhaupt das akzeptieren, wenn ich Tauba mache? Ja, ich bete nicht. Ich habe Schirk begangen, ich habe Kufr begangen, ich habe Alkohol getrunken, ich war prostituiert, ich war dieses, ich war jenes. Ja, und man stellt solche Fragen. Ich bin Drogendealer, ich habe so viele Drogen verkauft, ich habe mein Geld nur mit Haram verdient, ich habe so viele Leute abgezogen und beklaut und. Ja, man bekommt öfters diese Fragen gestellt, subhanallah. Aber liebe Geschwister, wisst ihr was? Man darf niemals die Hoffnung verlieren bei Allah. Warum? Weil Allah ist nicht so wie wir. Weil Allah liebt es zu vergeben. Innaka afun tuhibbul afwa fa'afu anni. Das sind ja diese Worte, die der Prophet alayhi salatu wassalam, ja, uns beigebracht hat, ja, die uns der Prophet alayhi salatu wassalam beigebracht hat, das sind ja Offenbarungen von Allah. Aisha hat den Prophet alayhi salatu wassalam gefragt, was soll ich denn sagen, o Gesandte Allahs, wenn Laylatul Qadr ist? Er sagte ihr, der Prophet a.s. sagte ihr, was sagte er ihr? Das, was er ihr sagt, ist Offenbarung von Allah. Ja? Das hat ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht von sich selber gesagt oder selber erfunden oder selber, ja, weil seine Einschätzung ist über Allah. Nein, das ist Offenbarung von Allah. In huwa illa wahyun yuha. Vielmehr ist es Offenbarung, was ihm Allah offenbart hat. Und deswegen, liebe Geschwister, egal was du gemacht hast, sogar wenn du den Islam verlassen hast und du warst ein Murtad, ja, du hast den Islam verlassen, du warst ein Muslim, du hast den Islam verlassen, das ist zur Zeit des Propheten alaihi salatu wasalam passiert. Und ich habe den Namen von diesem Sahabi vergessen, wenn ich mich irre, Hakim ibn auf jeden Fall es gibt einen Sahab, ich habe den Namen jetzt gerade nicht auswendig, aber es gab jemanden, der war ein Murtad, der ist rausgeflogen aus dem Islam und der ist wieder zurückgekehrt. Könnt ihr euch das vorstellen? Und das gleiche auch in der Zeit von Umar ibn Khattab radiallahu anhu, als er diesen Vers gehört hat. Wenn ich mich nicht irre, hat ihn Umar ibn Khattab radiallahu anhu diesen Vers geschickt. Und dann hat er diesen Vers gelesen, den wir gerade gesagt haben, o ihr Diener, die ihr euch selber Unrecht getan habt, la taqnatu min rahmatillah, habt keine Hoffnungslosigkeit der Barmherzigkeit Allahs gegenüber, wahrlich, Allah vergibt alle Sünden. Und er hat das gelesen und er ist zurückgekommen nach Medina und hat den Islam wieder angenommen. Und das ist sogar zur Zeit des Propheten alayhi salatu wasalam auch passiert. Deswegen, liebe Geschwister, Allah kann dir vergeben, auch wenn du Schirk mit Schirk stirbst. Wenn du mit Schirk, mit Götzendienst stirbst, Allah wird dir nicht vergeben. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wahrlich, Allah vergibt nicht,
Allah vergibt nicht, dass man ihm beigesellt, dass man ihm andere Götter zur Seite stellt. Allah also vergibt das nicht und vergibt alles, was darunter ist. Alles, was darunter ist, Sünden, kleine Sünden, große Sünden. Wem er will. Ja? Aber Schirk, wenn du damit stirbst, Allah vergibt dir nicht. Aber wenn du gerade lebst, du lebst jetzt gerade. Ja? Wenn du gerade lebst, Allah vergibt dir, wenn du Allah um Vergebung bittest. Auch wenn du Schirk machst, auch wenn du gerade Götzen anbetest, auch wenn du 1000 Götzen anbetest und dein Leben lang 80 Jahre, 90 Jahre Götzen angebetet hast, wenn du 50, 80 Jahre lang ein Magier warst, du hast Magie gemacht, du hast auf den Koran uriniert, wal'iyadu billah, du hast die schlimmsten Schirk-Sachen gemacht auf dieser ganzen Erde. Ich muss mal kurz diese irrgeleiteten Ahbash hier blockieren, möge Allah ihnen geben, was sie verdient haben. Ja? Die Leute, die Tariq Jahannam rufen. Ja? Zu Tariq Jahannam rufen. Allah muss sagen. Subhanallah, liebe Geschwister. Und deswegen ist es eine sehr, sehr wichtige Sache, liebe Geschwister, dass wir das richtig verstehen. Das Konzept von Allah subhanahu wa ta'ala, der Vergebung. Dass Allah azza wa jalla vergibt. Natürlich muss man darauf achten, dass man, wenn man Vergebung bittet, ja, wenn man Allah azza wa jalla um Vergebung bittet, dass man Tauba macht, weil es gibt einen Unterschied zwischen Tauba und Istighfar. Istighfar ist, wenn du sagst, nur mit deinem Herzen sagst, oh Allah, vergebe mir. Oh Allah, vergebe mir. Ja? Aber wenn du Tauba machst, eine richtige Reue, die hat Bedingungen. Und wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind, Allah vergibt dir nicht. Zum Beispiel, du hast Leute beklaut. Du hast über Leute gelästert. Ja? Jetzt hast du ihr Recht weggenommen. Du hast deren Recht weggenommen. Es reicht nicht, wenn du sagst, oh Allah, vergebe mir. Auch wenn du weinst, auch wenn du bereust. Es reicht nicht, wenn du sagst, Allah, vergebe mir. Du musst noch dazu die Bedingungen erfüllen. Und die Bedingungen zu erfüllen ist, Nummer 1, die Sünde aufzuhören, zu stoppen. Rauchst du, kiffst du, mach mal diesen Haschisch oder was auch immer du da hast, schmeiß das in die Mülltonne, schmeiß das weg. Stoppen, die Sünde zu stoppen. An zweiter Stelle, zu bereuen von deinem Herzen. Ja, dass du bereust von deinem Herzen. Und das Dritte, dass du die Absicht hast, es nicht nochmal zu machen. Ja, dass du die Absicht hast, diese Sünde nicht nochmal zu machen. Das sind die drei Bedingungen, wenn du Tauba machst. Und das sind aber nur bei den Sünden, die zwischen dir und Allah sind. Zwischen dir und Allah alleine. Ja, aber zum Beispiel, du hast Alkohol getrunken. Die Sünde ist zwischen dir und Allah alleine. Dann musst du diese drei Sünden, diese drei Bedingungen der Tauba erfüllen. Ja? Aber wenn es zwischen dir und andere Menschen sind, wenn du andere Menschen deren Haq weggenommen hast, du hast gestohlen, du hast andere Leute über andere Leute gelästert und so weiter und so fort, du hast den Haq von anderen Menschen genommen. Dann kommt eine vierte Bedingung. Die vierte Bedingung ist, du musst denen ihr Haq zurückgeben. Ja, du musst deren Haq zurückgeben, sonst wird die nicht vergeben. Natürlich gibt es da in manchen Dingen auch einen anderen Ausweg. Wenn du zum Beispiel weißt, okay, ich habe meinen Vater bestohlen oder meinen Onkel bestohlen oder meinen Cousin oder eine bestimmte Person bestohlen oder über ihn gelästert. Wenn ich ihm das sage, es wird Schlägerei zwischen meinem Vater und seinem Vater geben. Das ist ja noch größeres Übel. Okay, dann besser sagst du ihm nicht. Aber du hast trotzdem seinen Haq weggenommen. Was macht man da? Du musst ihm seinen Haq zurückgeben, sonst wird deine Tauba nicht angenommen. Ja? Und da gibt's immer Wege. Hast du ihm seinen Haq weggenommen, was finanziell ist, Geld oder so, dann versuchst du ihm zurückzugeben. Du musst ihm das ja nicht sagen. Briefkasten, PayPal, anonym. Finde einen Weg. Gibt es jemanden, der es ihm gibt? Anonym zum Beispiel. Wenn du nicht mehr weißt, wer diese Personen waren, es waren zu viele und es war früher und ich habe keinen Kontakt mehr, dann spende es in ihren Namen. Hast du 200 Euro abgezogen, 2000 Euro,
gib es ab als Sadaqa, nicht für dich, Sadaqa, das ist keine Sadaqa, sondern gib das zurück, indem du es spendest, in deren Namen, dass sie inshallah belohnt werden. Wenn du diese Person nicht mehr findest, keinen Kontakt mehr machen kannst, aufbauen kannst zu ihnen. Okay? Und deswegen, liebe Geschwister, sind so Sachen, die sehr, sehr wichtig sind, dass wir diese Sachen verstehen. Das Prinzip von Tauba, und es gibt einen großen Unterschied zwischen Istighfar und Tauba. Ja? Und es gibt einen großen Unterschied zwischen Istighfar zu machen, wie der Prophet a.s. das gemacht hat. Der Prophet a.s. sagte, ich bitte Allah um Vergebung 100 Mal am Tag. In einer anderen Überlieferung, ich bitte Allah um Vergebung 70 Mal am Tag. In einer anderen Überlieferung sagten die Sahaba, wenn wir mit dem Prophet a.s. zusammen saßen in einer Runde, wir konnten zählen, wie er 70 Mal Allah um Vergebung bat. In einer Sitzung 70 Mal sagte, oh Allah, du bist der Allvergebende, vergebe mir. Ja? Und das war der, wer? Das war der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Ja? Die reinste Seele, die je gelebt hat, die je diesen Boden berührt hat, liebe Geschwister. Und wenn er 70 Mal, 100 Mal Allah um Vergebung bat, was ist dann mit uns? Er hat nicht 70 Mal, 100 Mal oder 10 Mal am Tag gesündigt. Er hat gar nicht gesündigt. Ja? Aber er ist unser Lehrer. Der ist der Lehrer der Menschen und der Djinn. Der Lehrer der Ersten, der Letzten von dieser Umma. Subhanallah. Der ist unser Vorbild. Und deswegen lebte er uns den Islam vor. Geduldig zu sein, Reue zu, zurückzukehren zu Allah, Allah um Vergebung zu bitten für das, was man weiß, was man nicht weiß. Weil man kann auch Sünden machen, unbeabsichtigt. Neid. Du hast Neid? Manchmal ist es vielleicht unbeabsichtigt. Hast du den angeschaut? Boah, warum hat der das? Warum habe ich das nicht? Ich will das haben. Vielleicht hast du es unbeabsichtigt getan, aber Neid ist eine Sünde. Eine ekelhafte Krankheit im Herzen des Menschen. Ja? Der Prophet a.s. sagte, Neid verbrennt deine guten Taten, wie das Feuer Holz verbrennt. Das macht deine, du hast gebetet, gefastet, gespendet, danach hast du Neid und Missgunst anderen gegenüber. Was passiert? Deine guten Taten, deine Gebete werden verbrannt durch diesen Neid, den du hast. Durch diese Missgunst, dass du nicht gönnst anderen Menschen, dass sie viel haben, dass sie mehr haben, dass sie besser haben, dass sie schöner sind. Und deswegen, liebe Geschwister, ja, muss man aufpassen. Deswegen sollen wir auch oft Allah um Vergebung bitten. Weil wir machen Sünden, die wir kennen und die wir nicht kennen. Im Verborgenen, im Offenkundig und im Verborgenen. Ja? Und genauso, liebe Geschwister, Barakallahu fikum, ist es auch so, dass die Sünden, die wir machen, liebe Geschwister, dass sie im Herzen immer mehr werden und Punkte, schwarze Punkte machen. Ja? Und wenn man gar nicht Tauba macht, es wird immer mehr, wie der Prophet a.s. im authentischen Hadith sagte, wenn der Sohn Adams Sünden macht, ja, kommen schwarze Punkte in seinem Herzen. Und je mehr er sündigt, desto mehr schwarze Punkte es werden, bis, wenn er immer weitermacht, das heißt, er macht keine Tauba, was passiert? Dann sagt der Prophet a.s., bis sein Herz komplett schwarz ist, eine komplette schwarze Schicht um sein Herz. Und er dann daraufhin, لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. Dann erkennt er mehr gar nicht, diese Person, wenn das Herz komplett schwarz ist und umhüllt ist und eine schwarze Schicht um das Herz herum ist, er erkennt gar nicht mehr, was gut ist und was falsch ist, was Haqq ist und was Batil ist, was Sunnah ist und was Bid'ah ist, was Iman ist und was Schirk ist. Er folgt nur noch seinen Gelüsten, wal'iyadu billah. Er folgt einfach nur noch Shaitan. Er erkennt gern nicht mehr das Richtige. Subhanallah. Und was lässt uns unsere Herzen schützen, damit wir nicht in so einen Zustand kommen, über den der Prophet a.s. das gesagt hat, dass sein Herz komplett schwarz wird. Tauba machen. Tauba machen. Und zwar schnell Tauba zu machen. Dass man schnell, warte nicht ab. Warte nicht ab bis Hajj. Warte nicht ab bis zum nächsten Ramadan. Warte nicht ab, bis du älter wirst.
damit du sagst, oh Allah, vergebe mir. Nein, jetzt, heute, sofort, in jedem Gebet, sag, oh Allah, vergebe mir, du bist derjenige, der vergibt. Und ich bin der Schwache, ich bin der Sündiger, ich bin der Schlechte, ja Allah, ich bin der schwache Diener. Ich habe mich reinlegen lassen von meiner Nefs und von Shaitan. Oh Allah, bitte vergebe mir. Oh Allah, du liebst es doch zu vergeben. Oh Allah, für dich ist es leicht zu vergeben. Oh Allah, wenn du mir nicht vergibst, ich werde einer der Verlierer sein. Oh Allah, wenn du mir nicht vergibst, ich werde in die Hölle kommen. Oh Allah, wenn du mir nicht vergibst, wenn du Allah mit Allah so sprichst im Gebet, in deinen Gebeten, wenn du Dua machst, ja, Subhanallah. Und das, liebe Geschwister, eine sehr, sehr wichtige Sache. Und deswegen auch die Sache, die ich vorhin nannte, der Prophet alayhi salatu wassalam, er sagte uns viele, es gibt ja so viele Hadithe über Al-Istighfar, ja, dass wir Istighfar machen, dass wir Allah um Vergebung bitten. Aber liebe Geschwister, es gibt einen großen Unterschied zwischen den Leuten, die einfach so sagen, Astaghfirullah, 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 ja, oder wir alle im Gebet, ja, wir sagen Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, was sagen wir nach dem Gebet? Allahu Akbar, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram, Astaghfirullah, 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 ja, weil vielleicht haben wir im Gebet das Gebet nicht gut gebetet. Unser Kopf war nicht da. Unser Herz war nicht da. Mein Gebet war schwach. Was machen wir dann? Astaghfirullah, Astaghfirullah. Von der Sunna, der Prophet alaihi salatu wasalam, hat uns das beigebracht, dass du dann dreimal Allah um Vergebung bittest. Aber wie sagen wir das? Das ist eine wichtige Sache, liebe Geschwister. Wie sagst du Astaghfirullah nach dem Gebet? Wir wissen doch, ich habe das in den letzten Wochen, Monaten mehrmals gesagt, dass der Prophet alaihi salatu wasalam sagte, dass der Mensch auf mit dem vom Gebet rauskommt und er bekommt nur 10% von seinem Gebet aufgeschrieben. 10% Ushruha Tus'uha Thumunuha Sub'uha Sudusuha Humusuha. Er bekommt nur 10% aufgeschrieben. Ein anderer bekommt nur 20% aufgeschrieben. 80% sind futsch, sind weg. Warum? Weil er hatte keine Khushu', keine Demut. Sein Herz war nicht dabei. Das heißt, sein Gebet war nicht vollständig. Dein Gebet ist unvollständig bei Allah. Und deswegen, liebe Geschwister, danach, wie sagen wir Astaghfirullah? Normalerweise sollen wir sagen, Astaghfirullah, Astaghfirullah, oh Allah, vergebe mir, oh Allah, vergebe mir, oh Allah, vergebe mir, mein Gebet war vielleicht nicht gut, vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, vielleicht war ich mit den Gedanken woanders, ja, vielleicht war mein Wudu nicht gut, vielleicht war das nicht. Normalerweise sagen wir, oh Allah, bitte vergebe mir. Aber wie machen wir das? Wie mache ich das zum Beispiel? Ich sage, Astaghfirullah, Astaghfirullah, ich denke gerade an Autos. Ich denke gerade an Geld. Ich denke gerade an Hamburger. An was zu essen. Aber das ist nicht dieser Istighfar, den Allah von uns gerne will. Warum? Weil Istighfar bedeutet, dieses im Islam, im Arabischen, wenn du sagst, Istaghfirullah, das bedeutet, Talabu Shay, du bittest gerade um etwas. Ja? Und wenn du sagst, Astaghfirullah, du bittest Allah gerade um Vergebung. Oh Allah, vergebe mir. Ja? Astaghfirullah, oh Allah, vergebe mir. Der Prophet, a.s.w., er sagte, Allah akzeptiert keine Dua von einem Herzen, welches Rafil ist. Ja? Rafil, von Rafla. Ein Herz, was nicht gerade, eine Dua, die nicht von Herzen kommt. Du denkst gerade an was anderes, das ist keine Dua, die Allah akzeptiert die nicht. Allah nimmt deine Dua nicht an. Du hast ja gar kein Interesse, gerade wenn du Dua machst, du hast diese Dua auswendig gelernt. Ist egal, ob das Istighfar ist oder was anderes. Du machst auch Dua, ja Allah, vergebe mir, ja Allah, lass mich ins Paradies. Aber gerade während du das sagst, du denkst an Autos, an Geld, an Küche, an Ikea, an keine Ahnung. Wie kann ich Business machen? Was hat meine Frau gerade gemacht? Was hat der mir erzählt? Der hat das und das, auf TikTok läuft das, wie viele Follower habe ich? Keine Ahnung was. Diese Dua ist nicht eine Dua, die Allah erfüllt. Warum? Weil du bist ja gerade nicht mit Allah verbunden. Allah weiß doch, dass dein Herz gerade woanders ist. Deine Gedanken gerade woanders sind. Warum sollte Allah, Allah braucht doch deine Dua gar nicht. Du machst Dua, du bittest sie Allah. Warum? Weil du brauchst Allah. Du brauchst doch seine Vergebung. Und glaubst du, Allah ist der Allmächtige. Allah ist der Allmächtige, Subhanallah. Deswegen, wenn du Dua machst, dein Herz muss dabei sein. Wenn du sagst, Astaghfirullah, Astaghfirullah, dann solltest du dabei denken, oh Allah, vergebe mir. Oh Allah, vergebe mir meine, dass ich zu kurz gekommen bin, dass ich vielleicht schlecht war, dass meine Gedanken nicht bei mir waren, dass mein Herz abgerutscht ist. Ja? Normalerweise müssen wir so Dua machen, Astaghfirullah, Rabbi, ghfirli.
Ja, Urlaub, vergebe mir aber von Herzen, dass wir das sagen. Nicht einfach nur so sagen. Viele von, wenn wir Tasbih, Dhikr machen, Dhikrullah, wir sagen Subhanallah, 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 Alhamdulillah, sehr viel Belohnung. Aber es gibt viel, viel Unterschied zwischen jemandem, der sagt Subhanallah, ja, und der denkt an Allah dabei. Das Allah, also was bedeutet Subhanallah? Einfach nur gepriesen sei Allah. Was ist die Bedeutung von dem Wort Subhanallah? Die Bedeutung davon ist, Allah ist vollkommen und ist frei von jedem Fehler, von jedem Naqs. Allah hat mit Fehler und Vergesslichkeit und alles, was negativ ist, nichts zu tun. Und Allah Azza wa Jalla besitzt die Vollkommenheit und die Schönheit in allen seinen Namen und Attributen. Ja? Das ist ein Unterschied zwischen jemandem, der sagt einfach Subhanallah, 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 Subhanallah. Und jemand, der sagt Subhanallah und der denkt daran, dass Allah ist der Vollkommene, Allah ist der Wunderschöne, der frei ist von allen Fehlern, der Schöpfer, der Allerbarmer, der Barmherzige, der Allmächtige. Das ist ein Unterschied, ein Riesenunterschied dazwischen, liebe Geschwister. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns an diese Sachen erinnern, wenn wir Taube machen. Dass wir Taube machen, aber von Herzen wirklich Allah um Vergebung bitten. Und nicht nur mit der Zunge und unsere Herzen, unsere Gedanken sind woanders. Und der Prophet a.s., so war sein Istighfar. Wenn er Allah um Vergebung bat, dann bat er ihn wirklich von Herzen um Vergebung. Und Allah subhanahu wa ta'ala liebt es, wenn Menschen so Allah um Vergebung bitten. Dass sie wirklich Allah um Vergebung bitten mit Herz. Mit Herz und Seele. Und nicht nur einfach ein Lippenbekenntnis. Ja, einfach nur so etwas zu sagen. Und deswegen, liebe Geschwister, barakallahu fikum, wollte ich mich und euch nur an diese Sache erinnern, dass wir niemals, niemals die Hoffnung bei Allah subhanahu wa ta'ala verlieren dürfen. Dass wir niemals die Hoffnung verlieren, dass wir sagen, ey, ich bin zu schlecht, ich habe so viel gesündigt, ich habe zu viel gesündigt, Allah würde mich vielleicht gar nicht mehr akzeptieren. Wallah, denke das nicht. Allah sagt im Koran, die einzigen, die hoffnungslos sind auf die Barmherzigkeit von Allah, illa al-qawmul kafirin. Illa al-qawmul kafirin. Außer das Ungläubige. Illa al-kafirin. Außer die Ungläubigen. Die Ungläubigen sind diejenigen, die hoffnungslos sind auf die Barmherzigkeit von Allah. Das ist keine Eigenschaft, die ein Muslim haben darf. Du darfst niemals, Allah subhanahu wa ta'ala, schaut auf, es gibt einen anderen Hadith, der erklärt, wie großzügig Allah subhanahu wa ta'ala ist. Wie großzügig Allah ist. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala, denkt darüber nach, wie viel hat Allah subhanahu wa ta'ala schon ausgegeben für die Menschen und die Djinn und die Tiere und alles, was lebt. Seitdem er Himmel und Erde erschaffen hat. Seitdem er die Menschen und die Djinn und die Tierwelt und alles erschaffen hat. Wie viel hat er den Menschen schon gegeben? An Gesundheit, an Schutz, an Versorgung, an allem, was sie brauchen und mehr als sie brauchen, subhanallah. Und denkst du, die Schätze von Allah sind leer? Oder die werden leer? Wallahi nicht. Der Prophet a.s. sagte, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn alle Menschen vom ersten bis zum letzten und vom ersten Djinn bis zum letzten Djinn sich alle versammeln würden, ala sa'idin wahid, auf einem Platz, an einem Ort, alle versammeln sich. Milliarden, das sind nicht Milliarden. Allahu a'lam, wie viele das sind. Ja? Und alle zum selben Augenblick jeder seinen Wunsch sagt. Und du kannst, was willst du dir wünschen? Ich will mir wünschen, ich will eine Erde für mich alleine haben. Eine ganze Erde voller Gold und dies und das und keine Ahnung. Ich wünsche mir hunderte Milliarden und Autos und dies und Paläste und keine Ahnung und 10 Millionen Kinder und was weiß ich was. Der Prophet a.s. sagte, und wenn Allah subhanahu wa ta'ala jedem seine Mas'ala schenkt, jedem seinen Wunsch erfüllt, von allen Menschen und allen Djinn, allen ihre Wünsche erfüllt, jedem, wirklich jedem, dann sagte er, مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِ, das wird von Allahs Schätzen und Schatztruhe, von seinem Konto, nicht weniger werden lassen, als dass einer eine Nadel in den Ozean steckt und rausholt. Was bleibt da dran in dieser Nadel? Was würde dranbleiben, liebe Geschwister, wenn du eine Nadel in den Ozean, in das Meer reinsteckst und rausholst? Was bleibt da dran? Ein kleiner Tropfen, ein mini, mini, mini Tropfen, den man vielleicht mit dem bloßen Auge nicht sehen kann?
Das ist nur ein Beispiel, liebe Geschwister. Wallahi, das ist nur ein Beispiel, damit wir das verstehen. Von diesem ganzen Ozean, ein Bruchteil von einem Tropfen, liebe Geschwister, wallahi, die Schätze von Allah werden nicht weniger. Gar nicht weniger. Das ist nur ein Beispiel, damit wir das überhaupt verstehen. Was bei Allah subhanahu wa ta'ala weniger wird, gar nichts wird weniger. Seine Schätze sind voll. Subhanallah. Und schaut, wie viel er ausgegeben hat für die Menschen und für die Dschinn und für seine Lieblinge, für die Gläubigen und für seine Feinde sogar. Wie viel er sie versorgt. Wie viel, subhanallah. Das ist nur ein Beispiel, damit er uns bei, damit wir es uns überhaupt vorstellen können. Und das ist schon unvorstellbar, subhanallah. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, die Schätze von Allah sind voll. Nicht nur die Schätze der Versorgung und die Schätze der Nahrung und der Sauerstoff und Sonne und Mond und keine Ahnung und Gesundheit. Nein, die Schätze auch seiner Vergebung und seiner Barmherzigkeit. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. Und meine, Allah sagt, meine Barmherzigkeit, sie umfasst alles. Alles, alle Sünden kann sie umfassen. Ja, es gibt kein Ende von der Barmherzigkeit Allahs. Die Barmherzigkeit Allahs, die er runtergebracht hat auf diese Erde, ist nur 1%. Und mit diesem 1%, wie im Hadith vom Prophet a.s., Allah subhanahu wa ta'ala hat nur eine Barmherzigkeit von 100. Von 100 Barmherzigkeiten hat Allah nur eine auf die Erde heruntergesetzt oder hier auf die Erde gelassen. Und mit dieser einen Barmherzigkeit haben sich die Menschen lieb und lieben sich und heiraten und lieben ihre Kinder und die Tiere kämpfen um ihre Herde und haben Liebe zu ihren Kindern. Das ist alles Geschenke, dass man sich Geschenke gibt, dass man sich umarmt, dass man sich grüßt, dass man sich liebt, dass man sich vermisst. Das sind alles Barmherzigkeiten von Allahs. Das ist nur eine. Für alle Menschen, die je gelebt haben und nie leben werden, nur eine. Und 99 Barmherzigkeiten hat Allah subhanahu wa ta'ala für den Tag der Auferstehung. Für den Tag der Auferstehung gelassen für seine gläubigen Diener. Für seine gläubigen Diener, die zu Allah zurückkehren. Mit der Tauba, mit Istighfar und mit Iman an Allah subhanahu wa ta'ala. Eine Barmherzigkeit hat er den Menschen gegeben und den Dschinn, die hier leben, von Anfang bis zum Ende. Aber 99 Barmherzigkeiten, subhanallah, hat Allah subhanahu wa ta'ala gelassen für diesen besonderen Tag, für den Tag, an dem kleine Babys graue Haare kriegen, weil sie Angst haben vor dem Höllenfeuer, an dem Tag, an dem du die Menschen siehst, wie sie betrunken sind, aber sie sind nicht betrunken. Aber die Strafe von Allah ist gewaltig. يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. An dem Tag, an dem du siehst, wie die Menschen betrunken sein werden, aber sie sind gar nicht betrunken. Vielmehr ist die Strafe von Allah gewaltig. An dem Tag, an dem Frauen ihre Babys verlieren und die kleinen Babys und Kinder graue Haare kriegen, weil sie Angst haben vor dem Höllenfeuer, liebe Geschwister. Für diesen Tag hat Allah subhanahu wa ta'ala 99 Barmherzigkeiten gelassen. Für wen? Für die gläubigen Diener, für die Tawabin, für die Allah zu Allah immer wieder zurückkehren und sagen, ja Allah, vergebe mir. Oh Allah, ich war schwach. Deswegen, liebe Geschwister, hab niemals Hoffnungslosigkeit. Niemals, egal was du machst, kehre immer wieder zu Allah zurück. Sag immer wieder, oh Allah, vergebe mir. Und ich beende inshallah diesen Vortrag mit dem Hadith vom Prophet alayhi salatu wassalam, dass ein Mann hat gesündigt und ist zu Allah zurückgekehrt und hat gesagt, oh Allah, vergebe mir. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ich habe meinen Diener und mein Diener weiß, dass er einen Schöpfer hat, der vergibt. So habe ich meinen Diener vergeben. Und dieser Diener, der sündigt wieder und der kommt wieder und der sagt wieder, oh Allah, vergebe mir. Und Allah sagt dann wieder, mein Diener weiß, Allah subhanahu wa ta'ala sagt nochmal, mein Diener weiß, dass er einen Herrn hat, einen Rabb hat, der ihn vergibt. So habe ich ihm vergeben. Ja? Und dann macht er das wieder und Allah vergibt ihm wieder. Und er macht das wieder und er vergibt ihm wieder. Und Allah sagt, und ich werde niemals davon zu viel kriegen, bis ihr zu viel kriegt. Also Allah kriegt nie davon zu viel, dass du zu Allah zurückkehrst. Deswegen, liebe Geschwister, barakallahu fikum und jazakumullahu khairan,
Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen unsere Sünden vergeben und uns recht leiten und uns Thabat geben, dass wir standhaft sind auf diesem Weg, auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala, bis wir ihn treffen, bis zum letzten Augenblick. Jazakum Allah khairan, barakallahu fikum, subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Und ich wünsche euch eine gesegnete Nacht. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.